So, hallo Leute, neues Video. In diesem Video sind Overhead Press und Bankdrücken zusammen drin. Overhead Press gestern und Bankdrücken heute. Beides 5x7 wieder, umgekehrt 7x5 mit 80% von dem Maximalgewicht. Overhead Press ging ganz stabil, ich sehe hier relativ angestrengt aus, aber im Großen und Ganzen 7 Sätze. Locker durchgehalten. Die Technik finde ich auch ganz zufrieden, wenn ich genau hinschaue. Möglicherweise gehen die Ellbogen ein bisschen zu weit nach außen, aber sonst eigentlich genauso sollte man es machen. Ich denke nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob das anders sein sollte oder nicht. Aber sonst, ja, Overhead Press, optimale Technik bei mir. Fernseher. Sekunde. Ja, unten rechts. Sehe ich. Die machen Slow-Motion. Leichte. So, das war dann heute. Bankdrücken 110 Kilo. War eigentlich auch angesetzt für 7 Sätze mit 5 Wiederholungen. Die ersten drei Sätze, die wir gefilmt haben, die waren auch noch 5 Wiederholungen und auch noch relativ stabil. Danach aber irgendwann am 5. Satz oder so, habe ich nur noch 4 Wiederholungen geschafft. Das Training war auch heute relativ scheiße. Ja, ich habe viel früher aufgehört, viel weniger Kalorien verbrannt als sonst und mich einfach irgendwie relativ kaputt gefühlt. Trotzdem ging das noch einigermaßen gut. Ja, hier ist auch nochmal ein Clip von Nico, der nochmal richtig schön zeigt, wie Bankdrücken geht. Bei gerade mit Hoodie und so kann man das ja nicht so gut sehen. Also auf der Bankbrücke und dann schön, weil sie sich so zwischen Brust und Bauch etwa die Stange ablegen. Ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber optimal da die Brust nutzen und schön 5 Wiederholungen, macht auch gute Fortschritte, Nico. So, dann haben wir gedacht, okay, mach ich mal ein paar andere Winkel hier, jetzt schräg von der Seite. Schön Autofokus. Wieder zweiter Satz mit 110. Ihr seht in der fünften Wiederholung oder vierten und fünften geht mein Arsch ein bisschen hoch. Also, das ist jetzt prinzipiell nicht schlimm. Also, also bei einigen Powerlifting-Verbänden wäre das halt nicht gültig, die Wiederholung, sag ich jetzt mal. Da muss ich dann darauf achten, dass ich meinen Arsch unten behalte, wenn ich dann auf Powerlifting-Meets gehe. Aber vom Trainingseffekt her ist das nichts. Ja, hier seht ihr es, ist das nichts Schlimmes. Um es nur noch mal kurz zu erklären, ist einfach so, der Brust ist die Brust oder der Brustmuskel ist ja darauf ausgelegt, sozusagen ins Negative zu drücken, also praktisch für Dips. Um den Körper nach oben zu drücken, weil es ja irgendwie eine wesentlich praktische Bewegung als irgendwie Bankdrücken macht man in der Natur ja nicht, sondern irgendwie eher irgendwo hochklettern. Und er ist halt eben stärker, wenn er nach unten drückt, der Brustmuskel, und deswegen versucht er halt automatisch, der Körper sozusagen in eine stärkere Position zu kommen, und dann kommt der Arsch halt eben hoch, und das versucht man dann halt eben auszugleichen, indem man eine Brücke macht. Dann kann man praktisch schon so das Bankdrücken so ein bisschen ins Negativbankdrücken verwandeln. Aber manchmal, also wenn man halt nicht so eine krasse Brücke machen kann oder das halt nicht ausreicht, dann geht der Arsch halt ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, sogar Verbände, da darf man das machen. Also das ist weder gefährlich noch ineffektiv oder was weiß ich. Muss man halt nur gucken, bei einigen Verbänden ist das eine ungültige Rep. Aber sonst gibt es keine Probleme damit. Gleich seht ihr auch nochmal den Satz von Nico. Der bleibt immer schön mit seinem Arsch auf dem auf der Bank. Und das war es dann erstmal
für das heutige Video. Bis später. Ja, wunderbar.